Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, das war jetzt zu lange ausgeholt. Jetzt habe ich ziemlich Luft in die Lunge gehabt. Ja, heute ist Freitag, heute ist ein neuer Tag und heute ist nicht mehr Mai und überhaupt und ich rede nur noch Schrott gerade. Gut, ich beende dieses jetzt hier. Gut, ich mache weiter mit meinem Video und erzähle euch ein bisschen was. Ja, also, heute. Oder besser gesagt, die letzte Zeit oder allgemein überhaupt so. Ich bin gerade zur Zeit dabei, mich sehr mit Politik zu beschäftigen. Vor allem seit den Landtagswahlen, seit der Wahl in Frankreich, seit der Wahl in den USA, seit den Brexit-Entscheidungen und so weiter und so weiter. Ihr wisst schon, eine Sekunde. Entschuldigt, ich hatte gerade so ein fieses Sodbrennen. Wieso geht man nicht weg, wenn man es am Ende doch erzählt? Also alles nur die Schuld von der Pizzeria und von Wagner. So. Ich hatte schon wieder TK-Pizza. Also, ihr wisst schon. TK-Pizza kann nicht schaden. Gut, aber ich wollte euch eigentlich was anderes damit sagen, nämlich Folgendes. Das ist nämlich eine perfekte Überleitung, sich selbst Überleitungen zu schaffen. Ist schon ein bisschen traurig, aber ich kann's. Was kann, der kann's. Also, es ist wie folgt. In letzter Zeit ist mir oft aufgefallen, dadurch, dass ich mich mit den Politikern und politischem Diskurs beschäftige und ich dadurch öfter da einfach diese auch mal mich mit auf den sozialen Netzwerken mit denen beschäftige. Ja. Ich merke eine gewisse Unzufriedenheit der Menschen mit ihren Politikern. Aber ich fand es dann auch, es hat mir dann eine andere Frage, ist sich mir, hat sich mir dann in den Kopf einfach gedrängt, nämlich die, beschweren sich eigentlich Leute über Politiker nur, weil sie Außenschuldige brauchen? Weil seien wir mal ganz ehrlich, am Anfang des Lebens der Menschheit gab es keine Politiker. Die sind, glaube ich, erst so im 18. Jahrhundert sind die ersten aufgetaucht im Sinne von Könige und sowas. Waren ja auch nur Politiker, wenn man es mal streng nimmt. Klar, welche mit uneingeschränkter Macht, aber Könige halt. Und aber dennoch auch Politiker. Und ja, es ist doch so, wenn irgendwas bei uns nicht läuft, egal was, dann brauchen wir jemanden, dem wir die Schuld zuschanzen können, oftmals. Mir ist aufgefallen, ich habe sehr selten den Satz gehört, ich bin so unzufrieden mit allem, weil ich habe. Es gibt viel öfters den Satz, ich bin unzufrieden, weil du. Und das ist so faszinierend, weil ich habe eine Wimper im Auge. Oder auch nicht. Sehr verwirrend. Es ist einfach so, dass ich oft beobachte oder oft auch mitbekomme und auch natürlich selbst, ich bin auch nicht besser. Der ohne Sünde ist, der möge den ersten Stein schmeißen oder am besten einen Wattebäusch. Weil wenn er den Stein schmeißt, ist er dann auch sündhaft. Aber ja, es ist einfach so, dass oft die Leute sich einen Außenschuldigen suchen, weil es einfacher ist, jemandem anders die Schuld zuzuführen, als selbst etwas dagegen zu tun. Es ist ja so, zum Beispiel zur Zeit wird ja sehr viel über diesen Paragraph, Artikel, irgendwas 13 geredet. Entschuldigt, ich habe mich damit kurzzeitig beschäftigt, habe es dann aber aus meinem Kopf irgendwann gelöscht, weil ich mir gedacht habe, naja, bevor da nichts los ist, muss man ja nichts wirklich, bevor nichts entschieden ist und bevor alles nur so in der Schwebe hängt, und kann man da ja nicht viel machen. Und einer der Sätze, die ich sehr oft von anderen Videos, die zu dem Thema waren, gehört habe, war, schreibt den Politiker an, der für diesen Paragraphen in eurem irgendwie zuständig ist. Habe ich mir gedacht, ja, das mag sein, so schreiben ist eine gute Idee, aber als ob einer Zeit hätte, Millionen von E-Mails zu lesen von Leuten zwischen 10 und 50 Jahren, nur weil jemand da sagt, schreibt den an. Ich meine, ich stelle mir das jetzt gerade, ich habe mir das nur so vorgestellt, wie wäre es, wenn ich an dieser Stelle wäre und ich plötzlich mitten am Tag Millionen von E-Mails kriege, in denen im Grunde nur drin steht, bitte, bitte machen Sie das nicht. Ich glaube, ich hätte dann irgendwann gar keine Lust mehr. Ich meine,
Du kriegst ja wahrscheinlich als so Politiker eh schon tausende von Nachrichten. Und wenn es jetzt nicht von der Bevölkerung ist, dann ist es von irgendwelchen anderen Politikern. Dann sind es irgendwelche Verträge und so weiter. Ich meine, der E-Mail-Diskurs hat es der Politik leichter gemacht. Ups, Entschuldigung, ich wollte euch nicht anstoßen. Das war nur mein Fuß. Er tut ein bisschen weh. Und es ist immer so viel einfacher zu sagen, ich schreibe dem und dem etwas, als wirklich etwas Aktives zu tun, nämlich zu sagen, ich gehe auf die Str ich melde einen Protest an. Ich versuche Leute zusammenzubekommen. Ich organisiere eine Petition. Ich mache eine Petition und sage, unterschreibt diese Petition doch bitte alle, wenn es euch wirklich stört. Und die schickt dann einer weg und nicht tausend Nachrichten, sondern eine mit gebündelter Information, gebündeltem. Aber das ist einfach schwieriger, weil es ist doch viel einfacher zu sagen, dieser, in Anführungszeichen, entschuldigt nicht meine Wortwahl, aber dieser alte Mensch, der keine Ahnung hat vom Internet, entscheidet jetzt hier und da jetzt, wie es bei uns mit unserem Internet weitergehen soll. Und ich finde es so unfassbar unverschämt und man teilweise auch eine Frechheit, wie die Leute mit Politikern umgehen. Ja, einige sind nicht gewählt, aber wir haben alle irgendwann mal, wenn wir da in Wahlen waren und wenn ihr meine Videos seht, wisst ihr, dass ich immer dafür bin, zu wählen zu gehen. Also gehe ich davon aus, dass ihr wählen wart. Irgendwann haben wir alle mal einen Politiker gewählt. Und wenn wir den wählen, dann wähle ich. Hab für meinen persönlichen Ding habe ich den Politiker nicht gewählt, um ihn schuldig zu machen für Dinge, die in meinem Leben schieflaufen. Ich würde jetzt nie hinstehen und sagen, die Politik ist daran schuld, dass ich zu wenig zum Essen habe, nur weil sie zu wenig Geld für soziale Leistungen herausgeben. Sondern ich gebe mir da auch sehr, sehr oft selbst die Schuld, dass ich aufgrund meines Krankheitsbildes nun mal nicht arbeiten gehen kann, was blöd ist. Aber es ist nun mal auch mein Fehler, nicht der von der Politik. Nicht irgendein Politiker ist hingestanden, hat einen Finger hochgehoben, hat gesagt, und du wirst ein Asperger. Es ist nicht passiert. Es ist einfach so, dass, und ich glaube auch nicht, dass irgendein Politiker hinsteht und sagt, und ihr alle lebt in Armut. Das passiert nicht. Und es ist einfach zu sagen, ja, der da oben oder die Angela Merkel, die hat Schuld, dass es uns allen scheiße geht. Es ist einfach. Aber wenn man mal wirklich ganz, ganz genau nachdenkt, geht es uns hier in Deutschland richtig gut. Und wir haben ein gutes System. Und wenn wir da jemanden haben, der vielleicht nicht immer sofort auf irgendwelches Zeug aufspringt und sagt, ja, das ist eine tolle Idee, dann ist es nun mal so. Und es ist ja auch nicht so, dass ein System immer noch viel besser werden muss, sondern manchmal ist es auch schon gut, wenn man ein System hat und das gleich gut bleibt. Und ich finde es einfach ein Fehler, dass wir Politiker teilweise zurzeit wählen gefühlt, um denen die Schuld an Dingen, die bei uns persönlich schieflaufen, zu geben. Weil niemand sagt, ich gebe jetzt Horst Seehofer die Schuld dafür, dass es bei uns in der Nachbarschaft gestern geregnet hat. Also das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich irgendwo da draußen gibt es bestimmt jemanden, der sowas in der Art sagt, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass es, ich habe es noch nie erlebt. Und ich finde es einfach einen Fehler, immer die Schuldfrage zu stellen. Wer hat Schuld? Wer ist verantwortlich dafür? Und ich finde es auch einen Fehler, dass teilweise die ARD, ZDF und so weiter, auch RTL oder ProSieben, wir wollen auch mal ein paar nicht öffentlich-rechtliche reinstopfen, oder auch andere Fernsehsender aus anderen Ländern, immer die erste Frage ist, wenn irgendwie eine Wahl nicht so gelaufen ist wie erwartet, ja, und wer hat jetzt Schuld dran? Diese erste Frage immer mit dem Mikro, und wer hat Schuld dran? Vielleicht auch niemand, vielleicht hat auch einfach gar keine Schuld, sondern es ist einfach, wie es ist. Wieso fällt es teilweise den Leuten so schwer zu akzeptieren, dass Dinge da sind, die einfach da sind, die keine Schuldigen brauchen, die keine Ursache haben, sondern die einfach sind, wie sie sind. Auch wenn sie manchmal scheiße sind. So, ja, ich habe immer diesen Spruch als Kind gehabt und den habe ich immer noch. Es ist, wie es ist, auch wenn es eine Scheiße ist. Es ist einfach so. Und
Ja, auch ich habe manchmal diese Momente, wo ich zu meiner Mom hinstehe und sage, du bist schuld, weil du hast mich das Mizelienwasser kaufen lassen und deswegen habe ich jetzt einen Pickel, der bis zu den man noch auf der Weltraumstation sieht. Aber mir ist bewusst, dass meine Mom nicht dran schuld ist, sondern ich, weil ich mich entschieden habe, das Zeug zu kaufen. Es ist auch nicht der DM schuld, weil er es produziert hat, sondern ich bin schuld, weil ich es gekauft habe. Und ich mich entschieden habe, obwohl ich beim ersten Mal Pickel bekommen habe, es trotzdem noch zwei weitere Male ins Gesicht zu klatschen. Also, ich würde sagen, wenn wir wollen, dass wir wirklich wieder einen richtigen Diskurs in der Welt haben und wirklich wieder anfangen, Gespräche zu führen, oder auch wenn wir wollen, dass wir nicht mehr immer so verdrossen sind über die Politik, wäre vielleicht mal der erste Ansatz aufzuhören, zum einen die Politiker als dumm zu bezeichnen. Wenn wir jetzt mal an Donald Trump denken, ich meine, wie oft hörst du, dass Donald Trump etwas gut gemacht hat hier in den deutschen Medien? Also mal ganz ehrlich, wie oft hat man das bis jetzt gehört? Und wie oft ist berichtet worden, was er schon erreicht hat? Ich meine, öfters hört man, was er alles kaputt gemacht hat, wie unzufrieden die Amerikaner sind, wie schlecht die und die Wahl für ihn ausgefallen ist und so weiter und so fort. Aber hört man hier die andere Seite, die zufrieden sind? Ich glaube eher nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die zufrieden sind. Und ich fände es einfach mal einen guten Anfang, mal die Geschichten nicht mehr immer so zu berichten nach dem Motto, einer ist schuld, einer ist der Buhmann, einer ist furchtbar grauenhaft. Und wenn wir dann das nächste Mal irgendwas von ihm brauchen, dann ist er plötzlich wieder der total tolle Typ, der totale strahlende Held und überhaupt, und er hat noch nie was falsch gemacht. Und er kann auch gar nichts falsch machen, weil alles, was er anfasst, wird Gold, bis er dann eben das nächste Mal uns wieder nicht mehr passt, weil dann macht er wieder alles falsch. Das wäre vielleicht doch mal nett, wenn wir aufhören, immer dieses falsch und richtig, Schuld und nicht Schuld und Unschuld zu nehmen, sondern einfach mal nur die Infos suchen und wir aufhören, immer anderen die Verantwortung für unser Leben zuzuschachern, weil niemand hat so viel Verantwortung für sein Leben wie du da draußen und ich hier drin. Ich sag euch, wir sind nicht verantwortlich fürs Leben von anderen, aber die sind auch nicht verantwortlich für unser Leben. Und egal wie oft wir es auch wollen und auch wenn es einfacher ist, es ist nun mal nicht so. Und jetzt, meine Lieben, beende ich das Video, weil das ein toller Abschlusssatz ist und gehe zu meiner Mutter und lasse mir meinen fetten Pickel, den ich, weil ich zu doof war, um zu wissen, dass nach dem dritten Mal Auftragen wieder Pickel kommen können, ausdrücken und büße, indem ich schmerzhaft einen Pickel ausgedrückt kriege. Ja, so ist es. Das ist niemand anderes schuld als meine, dass ich jetzt diesen schmerzhaften Ausdrückprozess des Pickels durchmachen muss. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal dieses Schuld, Nicht-Schuld oder wie auch immer Frage, ob ihr euch da schon mal damit beschäftigt habt und was ihr dazu meint. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Und vergesst nicht, wenn irgendeiner hinsteht und sagt, du bist schuld daran, dann geh erstmal davon aus, du bist nicht schuld, sondern du hast vielleicht etwas getan, aber die Schuld dafür, die kann dir der andere nicht geben, weil wenn, dann kann nur du dir geben, indem du sagst, ich fühle mich schuldig wegen. Wenn du dich nicht schuldig fühlst, bist du auch nicht schuldig, sondern bist halt Verursacher, aber nicht schuldig. Also dann, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit vielleicht leichteren Themen. Bis dahin, ciao.